Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen in Uwes Bastelstube. Ihr habt ja letztens gesehen hier, Löwenherz, Löwekopf. Ich habe 2 Stück davon jetzt gekauft. Jetzt brauche ich einen Ständer. Nein, ich brauche 2 Ständer. Der Uwe braucht 2 Ständerle. Jetzt pass auf. Und zwar, das Teil hier wiegt sage und schreibe 15 Kilo. Wer stört da wieder jetzt die Aufnahme? 15 Kilo jetzt wiegt der. Geh mal dran ans Telefon. Oder hat jetzt ausgemacht. So, und der hat jetzt hier einen Haken dran hier. So, jetzt müssen wir, ja, spritzen werde ich den wohl nicht machen. Ich glaube, ich werde ihn nicht tun. Was? Spritzen auch so? Ja. Und das wird aber jetzt lustig dann mit Spritzen hier. Oh, das habe ich jetzt gar nicht geplant, dass der auch noch spritzen soll hier. Man weiß ja nicht. Aber man weiß es nicht. Gut, dann muss ich aber andere Dinge machen. Der ist schon platt hier. Der ist schon platt. Also, Haken. Jetzt, warum? 15 Kilo wiegt der, du Heiland. Sag noch einmal, du. Also, er muss dahin. Ich zeig dir. Was da so lustig plätschert, ist hier der Filter vom Koi-Teich. Das heißt, hier sind die Fischer drin, die Kois. Und jetzt werden wir das hier umgestalten. Das Ganze hier werden wir umgestalten. Die Blumentöpfe kommen alle weg. Und wir werden das hier, wir werden nochmal hinfahren nach jetzt Kalasin und dort nochmal Einkaufing machen. Gell, mein Schatz? Sie ist am Telefonieren. Auch schön. Also, das heißt, die Töpfe kommen weg. Wir werden hier erstmal anfangen. Den lassen wir stehen hier. Den Oschi hier. Der kann auch spritzen übrigens. Ne? Der kommt auch. Aus den Köpfen kommt wieder Wasser raus. Und wir werden aber anfangen, hier die 2 Töpfe wegmachen. Und dann kommen die Löwenköpfe dahin. Das heißt, ich muss jetzt hier was schweißen. Machen wir so. Ich werde mal ein paar Ständer hier schweißen hier. Gucken, ob wir noch haben, hier an Reststücke hier, an Metall hier, was im Sack noch drin ist hier. Was im Sack hier noch ist hier, an Restmaterial hier. Irgendwann werden wir noch finden hier, ne? Brauchst ja nichts Neues kaufen, ist ja egal, da liegt sogar noch ein Langer noch hier. Ach, das reicht. Gut, sägen wir mal. Trennen, nicht sägen, trennen. So, die Theorie geht jetzt so, wir machen jetzt hier, zack, zack, anschmeißen, da auch noch einen anschmeißen. Und praktischerweise hier und hier hin. So, anschmeißen das Ganze, da der Haken dran und dann sollte der nicht mehr kippen. Ich habe nicht mehr Platz, ich habe nicht mehr. Das sind nur 30 cm, was ich da habe auf dem Sims, mehr habe ich nicht da. Also das muss jetzt dann tragen oder eben nicht. Werden wir dann mal testen. Ne? So von der Höhe, so ein bisschen höher als das hier, ist klar. Ne? Ein bisschen. Gut, wir werden sehen. Schweiß mal, Uwe. Oh, ich schweiß mir was. Schweiße macht so viel Spaß.
ich könnte ständig schweißen gehen. Schweißen ist wunderschön. So, steht er mir schon? Ist ja jetzt die Frage, ob er jetzt noch steht. Ja, ich glaube, das gibt jetzt nicht mehr um, gell? So. Ha? 15 Kilo. 15 Kilo, ja. 15 Kilo. Oh, heiß. Oh, das ist heiß, Uwe. Das ist heiß. Ja, kommt nicht drauf an. Das kommt heute nicht auf Schönheit drauf an. Das sieht sowieso nachher kein Mensch mehr. Das sieht kein Mensch nachher mehr. Gell? So, da steht er mir. 1, 2, zack, zack, schwind eben fertig gemacht hier. So, bevor wieder einer fragt, was hast du für ein Schweißgerät, Uwe? Hitbox. Hitbox heißt der Oschi. Fülldraht. Und ja, MIG 120 heißt der. Er erfüllt seinen Zweck, sag ich mal so. Also Geld für so, was wir hier so brauchen, funktioniert das Teil ganz gut. Gibt es im Internet, zum Beispiel bei Lazada, guckst du da. Ja, also, Jezele müssen wir ja noch die Höhe messen von dem Osche hier mit dem Haken und dann Haken dran. Uwe, kauf dir endlich mal einen neuen Akkuschrauber, ehrlich, du. Ja, schon lange. Meine Güte, du, das ist ein Scheißding, du. Ja, oh, okay, ich habe ihn jetzt aber auch schon seit 6 Jahre schon. Das war das erste, was ich gekauft habe hier, ne? Black & Decker, original, ne? Original Black & Decker vom Teil, was du gekauft. 6 Jahre alt, aber jetzt sind die Akkus tot, ehrlich, du. So, pass auf, jetzt kommt der große Moment, wo der Elefant das Wasser lässt. Ich habe es nicht jetzt geschweißt, Schraube reinmachen geht ja eigentlich auch, oder? Ja. Hm? Wenn er denn Schrauben täte. So, jetzt lass uns mal gucken, ob der Teil denn überhaupt, ob er den überhaupt trägt. Wird er jetzt tragen oder geht es wieder kippen? Porn. Keine Ahnung. Was sagst du? Trage. Geht, ja? Uff, 15 Kilo, du, leck mich am Arsch, du. Oh. Ja, sicher. Wenn Bienen kommen, da. Test. Geht. Geht oder geht? Probier mal. Geht oder geht? Oder probier mal hier. Probier mal, lauf mal gegen hier, komm her. Hier, neue hier. Kumpel. Neue Kumpel. Was ist denn das? Was ist denn das für einer hier? Der stinkt nach Maggi hier. So, steht. Geht, oder? Geil, oder? Geil. Nächste. Schön. Oh. Schwarz oder Silber? Schwarz besser, ne? Obwohl es nicht richtig schwarz ist, mehr so ein... Steht aber drauf, schwarz. Springlingblick. Kein richtig schwarz. So, jetzt wird's lustig. Ah, jetzt, ja. Da machen wir hier mal ein kleines Hochseildrahtakt oder was hier. Fall mir aber nicht da rein hier. Uwe, kannst du schwimmen, Uwe? Gottes Willen. Tödliche Gefahren. Was heißt die Hey? Was heißt die Hey? Ja, das ist Action hier. Action Movie hier. Action im Wasser. Meinst du, wie das lustig ist? Warte, die alle lachen werden, du. Ehrlich, die lachen alle hier. Dann sagen sie hier voll Action, du. Wo ist aber deine Actionkamera heute, Uwe? Warte mal, das ist die falsche hier. Warte mal, so machen hier. So. Geht das so, ja?
Keine Ahnung. Einwandfrei, würde ich sagen. Einwandfrei. So, Ständer hast du? Mach mal darüber. So. Hey! Ey! Hey! Hilbert! Jetzt steht er mir. Mach ihn weiter nach links. Dein. Nee. Zu deinem Arsch. Oh, pardon. Ich stehe hier direkt hier mir vor. Kehr noch einmal, ist das schön, du. Kehr noch einmal. Ist aber Sonne jetzt drauf, gell? Ist aber Sonne drauf jetzt hier. Aha. Oder Mofleer. Hä? Ja, ich meine ja, mehr. Mehr, sonst sieht das so eng. Ja. Ja. Teller, nochmal. Oh ja, der ist schief, ja. Zu klein. So. Soll ich einen Teller holen? Ja. Der ist runtergefallen. Der ist runtergefallen. Ich hab noch einen hier. Hier. Ich komme. Ha, perfekto, el perfekto. Brauchst du den noch hier? Brauchst du den noch? Nein. Nee, ne? Brauchst du nicht. Schön, mein Schatz. Ah, der steht aber einmal frei, sag du. Der steht aber hier einmal frei, du. Hier steht er mir. Dann holen wir den Elefant. Wo ist Elefant? Hier kommt da lang. Diese auch da lang. Ja. Die auch. Komplett? Ja. Gut, der ist auch schwer. Straße. Ja. Ja. Diese? Ja. Schön? Schön. Die Taunamen. Man. Tau. Ja. Dann jetzt. Ständer. Warte. Anders positionieren hier. Position, gut. Sehr schön. Position. So, Kollege. Geht's los?
so weit weg von mir. Ja. Ich habe Rücken. Jetzt soll ich von hinten kommen? Ich komme von hinten, warte, ich komme von hinten. Ich komme von... Hängt er schon? Steht er mir schon? Gucke mal. Ich gucke mal von meinem Platz aus hier. Oh, herrlich, 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 herrlich. Herrlich, herrlich. Kann man lassen. Kann man lassen. Kann man lassen. Mhm. Kann man lassen. Kann man lassen, würde ich sagen, oder? 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 Gut, man könnte immer noch sagen, okay, Uwe, gemacht die Köpfe höher. Aber höher wollte ich auch nicht machen, weil dann wird es nämlich doch ziemlich kopflastig, ne? Und wir haben, wie jetzt gesagt, ich habe nur 30 cm, ne? Vom, nee, so kann man, glaube ich, besser gucken. Ne? Also 30 cm habe ich nur. Das heißt, 30 cm Ständer, ne? So. Also von da bis hier vorne sind es nur 30 cm. Ich kann also nicht länger machen. Ne? Wenn ich das jetzt höher mache, wenn ich die Köpfe höher mache jetzt, dann wird es doch kopflastig. Ne? Ja, deswegen habe ich das nicht so hoch jetzt gemacht, sondern nur eben gerade so, dass die Mann so stehen. Aber wie gesagt, wir sind ja noch nicht fertig hier. Wir sind noch nicht, das Endresultat ist das noch nicht. Das heißt, die kommen ja auch noch weg, sagte ich ja schon, die kommen auch noch weg. Und dann machen wir hier ganz anders, gell? Tila, machen wir ganz anders. Machen wir ganz anders hier, umgestalten hier. Schön. Alter, wir müssen ein bisschen spritzen, noch ein bisschen abspritzen hier, gell? Das ist immer schön. Schön. Ah, die Köpfe auch abspritzen hier, die Köpfe hier. Oh, jetzt kommt andere Farbe hier, guck mal, andere Farbe jetzt hier. Oh, was schön. Blumen, oder? Farbe, oder? Oder, Nee, wir holen noch die Butter, glaube ich, noch. Butter, glaube ich, noch. Die halben. Oder ganze. Oder gucken. Ja. Wahnsinn, Tilak, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir machen das ganz anders hier, ganz anders, ganz luftig und locker hier. Da muss ich doch wieder Pumpen haben. Ja, mehr schön. Kostet wieder mehr Strom. Nicht ganzen Tag geöffnet, nur wenn Leute besuchen, geöffnet. Oh. Oder wenn Blumen sich geöffnet. Ah, das ist ja schon zu laut hier. Der ist ja schon viel zu laut. Was meinst du jetzt mit denen auch noch spritzen hier? Ach, schön. Aber schön, ne? Habe ich eine gute Idee gehabt? Ach, okay, ist das schön, ist das schön. So, Jungs und Mädchens, mit dieser herrlichen Aussicht heute werden wir uns heute mal verabschieden. Ich würde sagen, das war's für heute. Aber mit dem Projekt hier noch nicht fertig. Wie gesagt, wir fahren nochmal runter nach Kalaschin. Oder wir fahren, Sakuna Korn hat auch einen schönen Shop, ne? Ja? Robinson, da, die Straße. Der hat auch einen schönen. Aber der hat nicht so schöne Sachen da, ne? Vielleicht nochmal da nochmal gucken. Na gut, wir werden ja sehen, was der Uwe noch wieder für Videos macht, gell? Also, dann würde ich sagen, war's jetzt für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand und Tschüssle. Und Tschüssle, ciao.